Graf Dracula bereist gerne die Welt. Besonders angetan haben es ihm Orte mit gruseligen Namen. Seine letzte Reise ging beispielsweise zum Toten Meer. Die Eindrücke von dieser Reise will Dracula in einem Reisebericht festhalten. Ein Bericht ist ein Text, der sachlich, vollständig und genau über ein Ereignis, zum Beispiel eine Reise, informiert. Er beschränkt sich dabei auf die wesentlichen Informationen. Vor dem eigentlichen Schreiben solltest du deinen Text planen. Dabei spielen Zweck und Adressat bzw. Adressatin eine entscheidende Rolle. Warum schreibst du einen Reisebericht? Wer wird deinen Text lesen und welche Informationen sind für diese Personen wichtig? Dracula will beispielsweise seinen Reisebericht im Grusel-Reisemagazin Dark Tours veröffentlichen, das von vielen reisebegeisterten Vampiren gelesen wird. Für die Planung ist es außerdem wichtig, dass er Vorgänge und Ereignisse der Reise sinnvoll sortiert. Dabei muss er wichtige Informationen von unwichtigen Informationen trennen. Folgendes sollte jeder Reisebericht enthalten: den Informationskern. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!